Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute am Freitagnacht, 15. November, ja, lernt mal den biblischen Kalender, dann wisst ihr, wann wir uns jetzt eingefunden haben. Habe ich mich zusammen mit meinen Brüdern Viktor und Michael aus Deutschland eingefunden zur 13. Lesung von Karl Theodor Griesingers fantastischem Werk über die Jesuiten, den zweiten Band im fünften Buch, das dritte Kapitel, das wir heute anfangen zu lesen. Ich will auch gar nicht groß eine Einleitung machen, das ist überhaupt nicht nötig. Es geht darum, dass wir lesen, lesen, lesen und vielleicht gibt es eine ganz kleine Chance, dass wir die 17 Seiten ungefähr, die dieses letzte Kapitel in diesem fünften Buch beinhaltet, tatsächlich heute schaffen. Aber erst möchte ich natürlich gerne meine Gäste vorstellen. Michael und Viktor. Michael, herzlich willkommen, schönen guten Abend oder moin moin und wie geht's dir? Tag. Ja, vielen Dank für die Einladung. Heute Abend sind wir jetzt zur nächsten Lesung des unheimlich langen Textbuches Vollständige Geschichte ihrer offenen, geheimsamen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt für das deutsche Volk bearbeitet von Theodor Griesinger. Und irgendwann schaffen wir das, den ganzen Titel ohne irgendwelche Fehler nochmal hier zu rezitieren. Ja, so, sonst ist alles beisammen und wir sind im Spurt auf die 17 Seiten, sprich macht ungefähr pro Minute, ja, wenn nicht noch mehr. Und ich gebe jetzt erstmal weiter, bevor ich weiteren Unsinn rede, an Viktor. Ja, hallo, moin moin, ihr zwei. Ja, Michael, das war jetzt gerade in der B-Note noch nicht so ganz gelungen, aber nächstes Mal, denke ich, wird es besser. Ja, ich könnte jetzt gar nicht aus dem Stegreif das jetzt wieder so wiedergeben, also halte ich mich jetzt auch zurück und übergebe das Wort gleich weiter an Jörg. Na, und der wird dann gleich mit der Buchlesung anfangen, ohne große weitere Verzögerung. Wie gesagt, wir sind hier in dem fünften Buch, die Ehrlichkeit der Jesuiten oder die Sünde Loyolas in ihrer wahren Gestalt. Also, wir sehen einerseits, wie sie sich äußerlich geben und dieses Buch bespricht andererseits, wie sie tatsächlich sind. Wir hatten die ersten zwei Kapitel gelesen, der ewige Kampf der Sünde Loyolas mit der übrigen katholischen Geistlichkeit, im zweiten Kapitel das Anstößige der jesuitischen Konstitution, Lehre und Erziehungsmethode. Da ist uns, glaube ich, einige Male die Kinnlade runtergefallen bei dem, was wir gelesen haben. Und jetzt gehen wir in das dritte und abschließende Kapitel dieses fünften Buches hinein, die wachsende Aufklärung und der Sturm aus der eigenen Mitte. Dazu werden wir dann hier unser bekanntes PDF aufmachen in weiß, anstatt dieses andere schöne nehmen. Aber wie gesagt, es gibt halt das Buch in verschiedenen Versionen. Man kann ja auch das hier nehmen. Aber wir haben jetzt angefangen hier zu lesen und ich lese jetzt das hier weiter. Die wachsende Aufklärung und der Sturm aus der eigenen Mitte. Warum habe ich eben gerade noch die anderen Kapitel vorgelesen, wie die heißen? Ja, weil eben der Autor anfängt und sagt, noch ein drittes Moment trug wesentlich dazu bei, drittes Moment, dann gab es also zwei andere. Ja, diese zwei, der ewige Kampf mit der übrigen katholischen Geistlichkeit und das Anstößige der Konstitution und so weiter. Als dritter Punkt jetzt, wo wir jetzt drüber sprechen, die wachsende Aufklärung und der Sturm aus der eigenen Mitte. Dieses dritte Moment trug wesentlich dazu bei, die Söhne Loyolas in ihrer Nacktheit, das ist, als diejenigen, die sie wirklich waren, zu zeigen, ohne Maske. Oder diesen nackten Kaiser, den man ja auch oftmals auf dem Pferd sieht, ne? Der Kaiser, des Kaisers neue Kleider, oder was ist damit verbunden? Und als dieses dritte Moment bezeichne ich die wachsende Aufklärung in Verbindung mit dem Sturme, der über die Jesuiten aus ihrer eigenen Mitte hereinbrach. Viel Schlimmeres hat die Regierung des Königs Ludwig des 14., ja, also Louis XIV., der Sonnenkönig von Frankreich, über Deutschland, über Spanien, über ganz Europa gebracht. Viel Schlimmes. Aber dagegen brachte sie auch der Menschheit einen unermesslichen Vorteil, nämlich den, dass unter ihr, also der Herrschaft von Louis dem 14., und durch sie Schriftsteller geweckt wurden, welche nicht nur die Tendenz dem Aberglauben und der Finsternis mit dem Lichte ihres Geistes entgegenzutreten, konsequent verfolgten, sondern sie auch in einer Weise und zugleich in einer Sprache schrieben, dass ihre Schriften vom großen Publikum verschlungen werden konnten. Bisher war das Lateinische die einzige Sprache der Gelehrten gewesen, und der ganze Federnkrieg zwischen den Männern der Wissenschaft wurde nur in dieser Sprache geführt. Mochte daher auch für die Wiedererweckung der geistigen Freiheit seit der Erfindung der Buchdruckerkunst von einzelnen Männern sowohl als das von
ganzen Korporationen wie Universitäten und so weiter noch so viel geschehen, es drang nicht zum Volke, weil das Volk die lateinische Sprache nicht verstand. Zum Volke musste man, wenn man ein Resultat erzielen wollte, in der Sprache reden, die ihm mundgerecht war, zugleich aber auch in der Weise, die es anzog, an der es ein Interesse, an der es eine Freude hatte. Na, da ist es doch mal ganz leicht, einen kleinen Ausflug zu machen zu unserem wunderbaren Bruder Martin Luther, der dem deutschen Volk auf die Schnauze oder aufs Maul geschaut hat und in der Sprache, die sie gesprochen haben und verstanden haben, die Bibel damals ins Deutsche übersetzte. Martin Luther, das sollte man mal nie vergessen bei all diesen ganzen Schämen und Hämen, was man den ganzen Tag über Martin Luther überall lesen kann, wo er so niedergemacht wird und lächerlich gemacht wird und als Säufer und Idiot und was weiß ich nicht alles dargestellt wird. Martin Luther haben wir an der Basis, das Hochdeutsch zu verdanken, das wir heute alle sprechen. Bayern mal ausgenommen. Ne? Meine lieben Brüder und Schwestern. Da liegt an der Wurzel Martin Luther. Der hat dem Volk auf die Schnauze geschaut und hat dann die Bibel in einer Art und Weise geschrieben, dass die Leute das verstehen konnten. Natürlich hat er zugrunde liegenden die zugrunde liegenden Texte genommen, also Textus Receptus, soweit ihm verfügbar war, weil Erasmus hat das ja bis Mitte der 1530er Jahre noch ständig verfeinert und erneuert, weil ihm neue Manuskripte zugespielt worden war, und masoretischer Text im Alten Testament, das hat er so weit wie möglich als Grundtext gebraucht, aber es geht ja nicht nur um die Übersetzung Wort für Wort, und da kann Viktor ein Lied von singen, sondern es geht ja auch um den Geist des Wortes, der übersetzt werden muss. Ich bin da nichts mit, wenn ich aus dem Lateinischen, wenn ich aus dem Griechischen oder wenn ich aus dem Hebräischen die Dinge Wort für Wort übersetze. Ich bin da etwas mit, wenn ich Wort für Wort berücksichtige, aber wenn ich vor allen Dingen den Geist des gemeinten, des geschriebenen Wortes gebrauche und den umsetze in meine Sprache. Und warum kann Viktor da ein Lied von singen? Weil ich den Viktor überdecke mit Übersetzungen. Nicht nur hat er das Buch Hinter den Diktatoren ganz alleine übersetzt und da eine wunderbare Arbeit von gemacht, sondern vor allen Dingen hat Viktor auch in der letzten Zeit sehr viele andere Papiere übersetzt über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch. Da ist er auch eine ganze Menge involviert. Nicht nur gewesen, sondern immer noch. Und er kann da ein Lied von singen, das man wirklich nicht Wort für Wort nehmen und übersetzen kann, weil sonst hätte ich das selbst machen können. Aber man muss den Geist des Wortes auch übersetzen. Stimmst du mir dazu, Viktor? Ja, absolut, definitiv. Das hast du, denke ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Was mir auch im Laufe jetzt dieser Übersetzungsarbeiten, jetzt der letzten für das neue Projekt, mir aufgefallen ist, dass wir auch Texte von dem Richard Bennett, dass du das auch behandelst. Und letztendlich kann man da auch ganz gut, glaube ich, dran erkennen, wie der Heilige Geist wirkt. Auch bei jemandem, der viele, viele Jahre in der katholischen Kirche verbracht hat, aber letztendlich sich bekehrt hat und dadurch natürlich jetzt auch aus dem Sinne unseres himmlischen Vaters auch ein tolles Werkzeug ist, weil er die Möglichkeit hat, natürlich jetzt diese an sich tote lateinische Sprache auch, sage ich mal, lebendig an das Volk weiterzugeben. Und ja, und weil mir die Möglichkeit besteht, ich das dann in die Sprache meines Volks übersetzen kann. Mhm. Und ich denke, das ist so gesehen eine ganz, ganz tolle und auch gut beispielhafte ein beispielhaftes Wirken des Heiligen Geistes. Ja, nur eine kleine Anmerkung muss ich dazu machen. Gott hat ihn errettet. Nicht er hat Gott erkannt und ist da rausgekommen aus der römisch-katholischen Kirche. Gott hat ihn da rausgeholt. Ja? Es ist Gott, der erwählt. Ja? Das war bei Richard Bennett auch so, wie bei jedem von uns auch. Ne? Wir suchen nicht Gott. Gott sucht uns. Aber das war nur eine kleine Anmerkung dazu. Ansonsten hast du sehr gut darauf reagiert, was ich meinte, mit diesem Geist eben, den wir hier ansprechen. Der ist ganz, ganz wichtig. Und Griesinger geht hier ja auch gleich drauf ein und sagt eben, man muss eben in einer Sprache reden, die dem Volk mundgerecht war. Zugleich aber auch in einer Weise, die es anzog, an der es ein Interesse, eine Freude hatte. Also das ist etwas, was der Theodor Griesinger in diesem Buch sehr gut macht. Finde ich zumindest. Ich glaube, ihr stimmt mir da auch zu, ne?
Die Art und Weise, wie Griesinger dieses Buch schreibt, ist auf eine anziehende, auf eine interessierende Weise gemacht. Er gebraucht teilweise Humor und Wortwitz und Wortgewendigkeit, wenn man das so richtig sagt, wenn das das richtige Wort ist, oder Wortgewitztheit, um dem Leser das Lesen dieses Buches schmackhaft zu machen, weil im Grunde geht es um ein totes, mehr oder weniger langweiliges Thema, aber der Autor schafft es hier in diesem Buch mit seinem Schriftstil, die Buchstaben zum Leben zu bringen. Und das ist genau das, was Richard Bennett auch schafft, wenn er diese kasuistischen und sophistischen Aussprachen des Papstes analysiert, die er in Latein im Original vor sich liegen hat, und sie dann aus dem toten Latein in lebendiges Englisch übersetzt, auf eine Art und Weise, dass es für uns auch Spaß macht, das zu lesen, weil es sich uns öffnet. Es ist eine öffnende Schrift. Ja? Und das ist genau das Gleiche, was der Griesinger hier auch macht. Ich denke, da stimmt ihr mir beide zu. Ne? Wir hatten da ja schon mal früher drüber gesprochen, dass der Griesinger eine wirklich eigenartige Art und Weise hat, um dieses Buch zu schreiben. Stimmt, ne? Okay. Stimme ich dir zu. Ich wollte gerade sagen, Schweigen ist auch Zustimmung, aber dann sagen sie noch endlich was. Gut, dann lesen wir mal weiter. Was nützte das gelehrte Zeug der großen Masse? Das ist eine Frage, die kann man sich heute auch stellen. Ne? Sie ließ es indolent beiseite liegen und gähnte schlaftrunken dabei. So blieb die tiefe geistige Nacht, auch nach der Wiedererweckung der Wissenschaften in Europa, auch nach den großartigen Leistungen der Reformation, wie ein drückender Alp auf den Nationen lasten. Und bis tief in das 17. Jahrhundert hinein zeigte sich nirgends ein Sonnenstrahl, der diese unendliche Finsternis auch nur stellenweise zu durchdringen imstande gewesen wäre. Die Söhne Loyolas aber, welche am meisten zur Erhaltung dieser Nacht beitrugen, jubelten in ihrem Inneren und sie hofften, dass nie eine Zeit des Tages kommen werde. Doch ihre Hoffnung war eine vergebliche, denn eben als sie auf der höchsten Stufe ihrer Macht angelangt waren, trat infolge der großen religiösen und politischen Fehden, welche unter Ludwig dem 14. die Welt erschütterten, in Frankreich eine ganz neue Literatur ins Leben, von der man vorher gar nichts gewusst hatte, und die dazu bestimmt war, den Glauben des Volkes an ihre Seligkeit total zu erschüttern. Ich meine damit die dramatische Poesie, welche sich in dieser Zeit vom klassischen Altertum emanzipierte und wenigstens im Lustspiel anfing, sich auf die eigenen Füße zu stellen. Ich kann nicht umhin, auch hier nochmal einen kurzen Kommentar einzugeben, nämlich, wenn wir hier davon lesen, wie es Nacht war und dadurch die Menschen in Unwissenheit befangen wurden und dann auf die eine oder andere Art und Weise halt erweckt wurden, dass sie sich Wissen angeeignet haben. Es gibt diese Aussprache von dem Malteserritter und Hochfreimaurer Zbigniew Brzezinski, der Sicherheitsberater aller amerikanischen Präsidenten seit, ich meine, Ford war, Anfang der 70er Jahre, bis heute immer noch diesen Posten innehat, und der in einer Aussage sagte, es war früher leichter, 1 Million Menschen zu kontrollieren, als 1 Million Menschen umzubringen. Heute ist es leichter, 1 Million Menschen umzubringen, als 1 Million Menschen zu kontrollieren. Und eben der Zugang zu diesem Wissen, zu diesen Büchern oder was auch immer, trägt dazu bei. Ja? Müsste mal kurz einen Kommentar lassen. Der Herr Brzezinski ist letztes Jahr verstorben. Ah, ist er letztes Jahr verstorben? Ja. Ach, guck an. Dann ist es Kissinger, der noch lebt. Ja. Ja, okay. Oh, ja, die beiden sind ja Pat und Patachon, ne? Das sind ja Dick und Doof, ne? Zwei Brüder hintereinander. Ne? Dick und Doof passt, ja. Brzezinski war nicht doof, aber dürr, mehr oder weniger gebaut, und Kissinger ist ja ein wenig gesetzter in der Figur her. Ja, und der ist sogar Deutscher eigentlich. Ja, das sind die meisten von diesen Leuten, dass sie da irgendwelche Wurzeln in der Abstammung haben. Genau wie Trump und so weiter und so weiter. Die haben ja alle deutsche Wurzeln oder viele deutsche Wurzeln. Sind ja auch mit dem englischen Königshaus oftmals verwandt, und das englische Königshaus hat ja auch germanische Wurzeln. Ne? Gut, aber da wollen wir jetzt nicht zu viel drauf eingehen.
Nur dieser Spruch von Zbigniew Brzezinski, danke, dass du mich dann da korrigiert hast, dass er 2017 anscheinend verstorben ist, der hat diesen Ausspruch geprägt, dass es früher leichter war, 1 Million Menschen zu kontrollieren, anstatt sie zu umzubringen, und dass es heute leichter ist, 1 Million Menschen umzubringen, als sie zu kontrollieren. Der Träger dieser neuen Art von Literatur war Jean-Baptiste Poquelin, genannt de Molière. Unter dem Namen kennen Sie ihn wohl alle. Und von ihm, dem Meister, Muster und Vorbild aller nach ihm lebenden Lustspieldichter, erlitten die Söhne Loyolas einen Stoß, der ihnen in den Augen der großen Masse mehr schadete als alle Angriffe ihrer gelehrtesten Gegner. Molière, von früher Jugend an dem Theater mit einer leidenschaftlichen Neigung zugetan, gesellte sich 22 Jahre alt anno 1642 zu einer Schauspielertruppe, welche damals in einer Vorstadt von Paris Vorstellungen gab, und durchzog mit dieser 16 Jahre lang die Provinzen Frankreichs, um bald in dieser, bald in jener Stadt auf ein paar Monate oder auch noch länger den Tempel Taliens aufzuschlagen. Es fehlte aber seiner Gesellschaft an passenden Stücken, denn das Publikum hatte keine große Freude an den seither üblichen, hochtragischen, klassischen Trauerspielen, und eine in demselben Genre von ihm selbst verfasste Tragödie, La Thébaide, gefiel ebenfalls nicht dem Geringsten. Da kam er auf den glücklichen Gedanken, statt der Trauerspiele Lustspiele zu schreiben. Und siehe, Sturdi vom Jahre 1653 gefiel über die Maßen. Er behandelte nämlich darin einen Stoff aus dem Leben und das Volk musste lachen, ob es wollte oder nicht. Nun folgte eine Komödie nach der anderen, und in jeder wurde irgendein mangelhafter Zustand der Gegenwart, irgendeine fehlerhafte Einrichtung, irgendeine Anmaßung dieser oder jener Menschenklasse dem Gespötte des Publikums preisgegeben. Also, wir lernen hier, dass Molière der moderne Vater von dem ist, was sie heute Comedians oder auch Kabarettisten nennen, wenn wir es über politische Lustspiele, hauptsächlich im Fernsehen und so, mal haben. Ne? Komödie, wo Dinge aus dem Leben genommen werden und in einer anderen Art und Weise dargestellt werden. Und da sind die Deutschen ja unglaublich eingetrichtert mit dem Fernsehen, mit sowas wie, wie heißt das, Heute Show im ZDF, glaube ich, heißt das Ding doch, mit dem Bernd Stelter und so. Diese Sendung, wo sie über die ganzen Politiker lachen und lachen und lachen und am nächsten Tag sich wieder von ihnen verarschen lassen. Ja? Und gar nicht begreifen, dass mit dieser Komödie ihnen eigentlich etwas mitgeteilt werden soll. Die Leute sind da viel zu oberflächlich. Da wollen wir sehen, wie das früher war mit den Schreiben der Molière. Ich habe es ja noch nicht gelesen. Was sagt uns der Autor hier weiterhin? Was Wunder also, fährt er fort, wenn der Name Molière bald in ganz Frankreich widerhallte. Was Wunder, wenn er, nachdem er anno 1658 mit seiner Truppe nach Paris übergesiedelt, dort ebenfalls immensen Beifall gewann. Was Wunder, wenn der kunstliebende Ludwig XIV., der damals noch von Lebenslust übersprudelte, ihn mit seiner Gesellschaft unter dem Titel der königlichen Truppe in seine besondere Dienste nahm, damit durch ihre Vorstellungen die glänzenden Hoffeste noch mehr verherrlicht würden. Jetzt war Molière erst an seinem rechten Platze und von nun an warf er den Plautus und Terenz, also die beiden kenne ich nicht, das ist die Klassiker, erst vollends ganz über Bord, und dafür das Tun und Treiben der lebenden Menschheit auf die Bühne zu bringen und das Laster nebst der Torheit, wo er sie fand, an den Pranger zu stellen. Es erschien nacheinander die Schule der Frauen, die Schule der Männer, der Misanthrop, nebst anderen Stücken, und da denselben der große König höchst eigenhändig Beifall klatschte, so stand der Verfasser derselben gegen alle Verfolgungen gepanzert da, obwohl gar viele Stände und Persönlichkeiten, die sich von ihm gegeißelt fühlten, einen furchtbaren Hass auf ihn warfen. Doch hatte er sich übrigens nicht an die heuchlerische Devotion der Söhne Loyolas und ihre sonstigen gleichgesinnten Brüder gewagt, denn da dieselben eben damals zu einer furchtbaren Macht in Frankreich herangewachsen waren, so schien es ein Wahnsinn, ihnen Trotz bieten zu wollen. Allein
Sein Genius riss ihn fort und im Jahre 1664 erschien sein Tartuffe, die beißendste aller Satiren, die je auf die schwarze Kohorte gemacht wurde. Es war eine Kühnheit sondergleichen, die Jesuiten dem Gelächter der Welt preisgeben zu wollen. Und Molière sollte auch sogleich erfahren, was es heißen sollte, sich mit einer solchen Kriegerschar auf den Kampfplatz begeben zu wollen. Die frommen Patres nämlich brachte es, sobald sie von der Existenz des Stückes sichere Nachricht hatten, durch ihre Machination dahin, dass die Aufführung desselben verboten wurde. Und 5 Jahre lang blieb es trotz aller Gegenbemühungen des Dichters bei diesem Verbot. Endlich jedoch gab König Ludwig den Vorstellungen Molières, dass sein Tartuffe nicht die ganze Gesellschaft Jesu, sondern bloß die heuchlerischen Scheinheiligen unter ihnen persifliere, Gehör. Oder vielmehr, er konnte der Neugierde, den Tartuffe zu sehen, nicht länger mehr widerstehen und erlaubte, respektive befahl, durch ein Machtwort, denselben auf die Bühne zu bringen. So, jetzt muss ich da mal eben einen kleinen Kommentar zu geben, logischerweise. Da steht doch hier tatsächlich, wo war das denn hier? Dass sein Tartuffe nicht die ganze Gesellschaft Jesu, sondern bloß die heuchlerischen Scheinheiligen unter ihnen persifliere. Ja, also wie kann man denn das eine von dem anderen unterscheiden? Die ganze Gesellschaft ist eine scheinheilige und heuchlerische Gesellschaft. Ja? Wenn man jetzt sagt, oh, das ist aber hier eine Persiflage nur auf die Scheinheiligen und Heuchlerischen, das gibt's gar nicht. Man kann die Spreu nicht vom Weizen trennen, wenn es nur Spreu gibt. Und der Orden der Jesuiten ist nur Spreu, ist nur Abfall, ist nur scheinheilig und heuchlerisch von Anfang an. Höre ich da das Krabbeln eines Kommentars? Ja, da hat der König die Satire nicht verstanden. Ja, das kann man wohl so sagen, dass er das wohl nicht richtig verstanden hat. Aber wie gesagt, ich kenne das Werk ja auch nicht. Wäre interessant, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht hat einer von euch beiden ja Zeit, den Titel mal von Molière mal kurz im Internet zu recherchieren und kann dann gleich einen Kommentar darüber geben, während ich erstmal ein bisschen weiterlese. Was denkt ihr davon? Diese Tartuffe von Molière, dass wir ein wenig mehr darüber hören, worüber das genau geht. Aber dass der König tatsächlich mehr oder weniger einsieht, dass man nicht die ganze Gesellschaft Jesu bloßstellt, sondern lediglich die heuchlerischen Scheinheiligen unter ihnen, das geht nicht, weil Spreu ist Spreu und die Jesuiten sind in der ganzen Gesellschaft verderbt von Anfang bis zum Ende. Also ich hätte ja schon einen Wikipedia-Eintrag zu dem Thema. Na wunderbar, dann erhelle uns doch bitte mit deiner Nachforschung. Also Tartuffe, der Tartuffe oder der Betrüger ist eine 5-aktige Komödie in Versen des französischen Dichters Molière, die am 12. Mai 1664 in einer ersten Version uraufgeführt wurde. Und genau diese erste Version löste aufgrund ihrer drastischen und für die damalige Zeit revolutionäre Kritik religiösen Heuchlertums einen Theaterskandal aus, der zum Verbot der ersten und einer zweiten Fassung des Stücks führte, die 1667 aufgeführt wurde. Erst eine im Handlungsverlauf deutlich korrigierte dritte Fassung erhielt die Unterstützung Ludwigs des 14. und erging somit der Zensur. Diese dritte Fassung ist die heute geläufige. Die ersten beiden gelten als verloren. Also kann man sich davon auch schon an 2 Fingern abzählen, dass die ersten beiden Versionen die ja deutlich interessanteren gewesen wären und heutzutage eine politisch korrekte Version aufgeführt wird. Schön, dass du diese Wortwahl damit einbaust, ja. Wunderbar. Ja, danke Michael. Guck, so ist das wunderbar. So arbeitet man im Geiste zusammen, wenn man so eine Buchlesung macht und man hat ein paar Brüder, die auf der anderen Seite die Möglichkeit haben, Untersuchungen anzustellen, während man selber liest und dann kriegt man dann noch direkt die weitere Erklärung bei. Wunderbar. Herzlichen Dank, Bruder Michael, für die Arbeit. Welch großartiger Erfolg aber krönte diese Aufführung. Also die letzte, von der wir gerade eben von Michael gelernt haben. 1667, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Hälfte von Paris, ja, die Hälfte von ganz Frankreich schlug sich die Hände vor Beifallsgeklatsch wund. Und alle Gebildeten gerieten vor Entzücken und Begeisterung über dieses unnachahmbare Werk fast außer sich.
Dutzend Male musste es wiederholt werden. Auf allen Theatern der Provinzen wurde es gegeben und selbst das Ausland bemächtigte sich seiner durch Übertragung in fast alle lebenden Sprachen Europas. Also nicht in Latein. Mit Fingern deutete man auf die Jesuiten, sobald sie sich nur das geringste Auffallende erlaubten. Und besonders auch die Handwerker in den Städten, also diejenigen, welche den sogenannten mittleren Stand bildeten, wurden von diesem Geiste der Aufklärung angesteckt. Die Söhne Loyolas aber? Ha. Nun, sie rächten sich dadurch, dass sie den göttlichen Dichter von den Kanzeln ihrer Kirchen herab noch lebend zum ewigen höllischen Feuer verdammten und dass sie, wie er im Februar 1673 verstarb, den Erzbischof von Paris dazu brachten, seinem Leichnam ein ehrliches Begräbnis zu versagen. Ehrlich heißt in diesem Sinne ein römisch-katholisches Begräbnis, auch mit der letzten Salbung und so weiter und so weiter. Also er hat nicht alle Sakramente empfangen und ist von daher mindestens im Fegefeuer, wenn nicht in der Hölle, nach der Lehre der römisch-katholischen Kirche. Nun König Ludwig jedoch, der seinen Liebling während dessen Lebzeiten zu schätzen gewusst hatte, trat auch diesmal wieder ins Mittel und seinem Befehle gemäß erhielt Molière auf dem Kirchhof Saint-Joseph ein Ruheplätzchen. Freilich nur ein sehr stilles, Entschuldigung, nur ein sehr stilles, sehr bescheidenes, aber doch ein ehrliches, der Rache der Jesuiten unzugängliches, und so erging es ihm noch besser als so vielen tausend anderen, welche der Zorn der Söhne Loyolas auf sich geladen hatten. Auf Molière folgten viele, welche in seinem Geiste, in seiner Manier, in seiner Sprachweise fortzuwirken strebten. Der Bann war einmal gebrochen und das Rad des Fortschritts konnte nicht mehr rückwärts gerollt werden. Man wird mir jedoch zugutehalten, wenn ich über die Namen dieser Männer stillschweigend hinweggehe. Der Leser mag sie aus der Literaturgeschichte erfahren und einfach konstatiere, dass die Aufklärung besonders unter Frankreichs städtischer Bevölkerung seit der ersten Aufführung des Tartüffe in wenigen Jahrzehnten fast riesige Fortschritte machte. Eine große Sünde wäre es, nicht wenigstens eine Ausnahme zu machen. Und zwar eine Ausnahme zugunsten jenes Schriftstellers, welcher zum Sturz des Jesuitismus mindestens ebenso viel beitrug als der ganze hundertjährige Jansenistenstreit. Ich meine des Schriftstellers François-Marie Arouet de Voltaire, der übrigens ein Jesuit. Geboren im Jahr 1694 erhielt er im Jesuitenkollegium Louis le Grand, das ist also die angesehene Jesuitenschule in Paris, in der auch damals Ignatius von Loyola studierte, in der Erasmus zu der Zeit auch studierte, seine erste Bildung. Darauf widmete er sich dem Rechtsstudium, jedoch nur ganz kurze Zeit, weil er demselben keinen Geschmack abgewinnen konnte. Schließlich, obwohl erst 20 Jahre alt, versuchte er sich, aufgemuntert von Männern der Literatur, welchen seine hohen geistigen Gaben imponierten, auf dem Felde der Poesie. Und da sein Trauerspiel Ödipe, mit dem er debütierte, mit großem Beifall aufgenommen wurde, so stand von nun an sein Entschluss fest, nur noch literarischen Arbeiten zu leben. Diesen Vorsatz hielt er getreulich unter der langen Zeit seines Daseins, er starb erst 1778, wurde ein Werk nach dem anderen von ihm zutage gefördert, denn nimmer ermattete die Flugkraft seines Geistes, nimmer erlahmte die Energie seiner Tätigkeit. Doch nicht bloß die Poesie war es, die ihn beschäftigte, nicht bloß Gedichte, Tragödien und Lustspiele editierte er in Hülle und Fülle, sondern noch weit großartiger wirkte er auf dem Felde der Geschichte, sowie in der Behandlung der Tagesfragen, und eine so furchtbare Gewalt übte sein geschriebenes Wort aus, dass er in allen religiösen, politischen und gesellschaftlichen Fragen der Tonangeber für seine ganze Nation wurde. Ja, noch mehr. Durch die Blitze, welche er gegen den Fanatismus, den Aberglauben und die Heuchelei schleuderte, erhob er sich zum Parteihaupt aller französischen Philosophen und man sah ihn sogar als den an, der den Gesamtwillen der geistig Mündigen in Europa vertrete. Doch nicht bloß für die Hochgestellten und Feingebildeten schrieb er, nein,
für die ganze Welt, die lesen konnte. Und wie die Könige mit ihren Ministern nicht umhin konnten, seinen Schriften ihre Aufmerksamkeit zu widmen, gerade so und noch weit mehr war er der Lieblingsautor der Damenwelt. Das Bürgertum aber, nun, dieses verschlang ihn förmlich und wer die Heuriade, die Pucelle, den Zadig und den Candide nicht gelesen hatte, galt geradezu für einen Barbaren. Nur einen Stand gab es, der ihn zwar las, aber mit Ingrim las und ihn für jedes geschriebene Wort gern vergiftet hätte. Man kann's raten. Nur einen Stand dieser Art gab es, aber einen sehr weit verzweigten und bisher fast allmächtigen, ich meine natürlich den Stand der Ordinierten, der Professen, unter denen dann wieder die schwarze Kohorte der Jesuiten am auffälligsten hervorragte. Sie hassten ihn aufs Blut und hassten ihn mit Recht, denn er hasste sie auch, und zwar womöglich noch ärger als sie ihn, und verfolgte sie mit seinem Witz, seiner Satire, seiner Herabsetzung, seiner Verachtung auf solch scharfschneidige Weise und mit solch immensem Erfolge, dass er dadurch eine vollständige Umwälzung in der Geistesrichtung eines sehr großen Teils der mit ihm Lebenden bewerkstelligte. Mag man daher auch jetzt in unserer Zeit gar manches an seinen Schriften, besonders an philosophischen, historischen und kritischen aussetzen, mag man ihm mit mehr oder weniger Recht oder Mangel an Gründlichkeit sowie dagegen Überfluss an Frivolität vorwerfen. Trotz allem dem aber stand er doch als der geistig begabteste Mann seines Zeitalters da. Trotz allem war er der Fels, an dem die bisher angebetete und angestaunte Autorität in kirchlichen und religiösen, zum Teil auch in politischen und gesellschaftlichen Fragen zersplitterte. Ich glaube, mit diesem wenigen, was ich über Molière und Voltaire sagte, schon genugsam dargetan zu haben, wie unendlich viel die wachsende Aufklärung dazu beitrug, die Söhne Loyolas als das zu zeigen, was sie in Wirklichkeit waren. Im schönsten Gegensatze gegen das, für was sie sich bisher ausgegeben hatten. Nicht minder viel trug hierzu der Umstand bei, dass nunmehr auch einzelne Ordensmitglieder selbst, teils mit offenem, sei es mit geschlossenem Visier, es wagten, mit gewissen Enthüllungen ans Tageslicht zu treten, durch welche die Sozietät Jesu ihres bisherigen Gewandes der Heiligkeit so wie überhaupt der meisten ihrer seither angemaßten Vorzüge entkleidet wurde. Ja, dass einzelne wenige sogar die Kühnheit hatten, dem Verband, dem sie bisher angehört, gänzlich den Abschied zu geben und, nachdem sie sich ihrer Sicherheit wegen in die Länder der Protestanten geflüchtet, die erstaunte Welt selbst in die verborgensten Geheimnisse der Sozietät einzuweihen. Wenn ich übrigens sage, einzelne wenige, so bitte ich mich nicht missverstehen zu wollen. Ich weiß nämlich recht wohl, und es ist dies auch sonst genugsam bekannt, dass die Zahl derer, welche im Verlaufe der Zeit aus dem Jesuitenorden heraus und in die Welt zurücktraten, nicht so gar gering genannt werden darf. Allein, es waren diese entweder bloße Laienbrüder oder angehende Novizen oder auch Koadjutoren oder Scholastiker. Mit anderen Worten, es waren bloß solche, welche zwar Jesuiten hießen, und auch in der Tat der Sozietät Jesu angehörten, welche aber noch keineswegs das berühmte vierte Gelübde abgelegt und sich zu Professen würdig gemacht hatten. Mit anderen Worten, ihr kennt alle meine Videos zum Schwur der Jesuiten, der Eid der Jesuiten, den diejenigen ablegen, die zur Führungsriege der Jesuiten gehören, weil es wird am Anfang in dem Schwur ja gesagt, du warst bis jetzt ein Spion unter Spionen unter den Katholiken und unter deinen Brüdern, aber du hattest noch keine Führungsrolle in der Sozietät Jesu gehabt und erst mit dem Ablegen dieses Schwurs, nämlich des vierten Eides, des vierten Gelübdes, wie der Autor hier sagt, bekommst du eine führende Rolle in dem Jesuitenorden und von diesen Professen, wie wir sie nennen, ist keiner jemals lebend ausgetreten und zurückgetreten. Und wenn einem das vorgespielt wird, dann bitte ich darum zu berücksichtigen,
dass das Wort Vorspielen hier ganz wichtig ist. Solchen Leuten ist nie zu trauen. Wenn ein Jesuit des vierten Eides daraus kommt, dann muss man sehr, sehr vorsichtig sein, zumindest. Sie also besaßen keineswegs die vollständige Kenntnis des wahren jesuitischen Wesens, fährt der Autor fort. Sie wussten nichts von seinen innersten Einrichtungen, mit welchen man nur die Eingeweihten vertraut machte, und sie konnten daher auch keine Geheimnisse ausplaudern. Demnach sind sie nicht unter den einzelnen wenigen gemeint, und ebenso wenig finde es diejenigen, welche von den oberen wegen Unbrauchbarkeit oder wegen eines sonstigen Grundes aus der Sozietät gestoßen wurden, denn man stieß nur untergeordnete Subjekte aus, die man als ungesunde Glieder, welche man amputieren müsse, bezeichnete, und von denen man ganz gewiss wusste, dass sie dem Orden nicht schaden könnten. Die einzelnen wenigen, von denen ich sprach, gehörten vielmehr dem Stande der Professen an. Sie gehörten unter die Vorgerückten, unter die Eingeweihten der Sozietät. Sie gehörten unter die, welche von welchen man voraussetzte, oder vielmehr infolge langjähriger Prüfung überzeugt war, dass sie von acht jesuitischen Gesinnungen beseelt seien, indem man sie ja sonst nicht für würdig erachtet hätte, ihnen das vierte Gelübde abzunehmen. Dass aber von diesen nur sehr, sehr wenige vom Orden abfielen, dies liegt in der Natur der Sache. Und man muss sich sogar billig darüber wundern, dass der Fall nur überhaupt vorkam. Er kam jedoch vor, und zwar mehr als einmal, wie ich jetzt durch Beispiele erörtern werde. Also, um es nochmal ganz deutlich zu machen. Der Autor geht jetzt hier auf ein paar Fälle ein, wo die Jesuiten, die diesen vierten Eid abgelegt haben, aus dem Orden austreten. Und ich sage euch, der Autor kann hier schreiben, was er will. Wenn man den vierten Eid abgelegt hat und man sagt sich von der Sozietät los, dann kann man eine Weile Dinge gegen den Jesuitenorden sagen, aber nur bis zu einem gewissen Maße und ist im Grunde eine kontrollierte Opposition. Wir dürfen auf gar keinen Fall, das ist eine Bitte, die möchte ich euch wirklich dicht ans Herz legen, wir dürfen auf gar keinen Fall diesen vierten Eid leicht nehmen. Es ist ein sehr, sehr schwerer Eid. Mit sehr, sehr schweren Verpflichtungen. Und die Jesuiten schwören ihr ganzes Leben dazu, diesem Orden zu dienen. Und sie wissen, dass sie in allen möglichen Positionen eingesetzt werden. Und wie leicht ist es nicht? Und das ist immer die Frage, die müsst ihr euch bei solchen Sachen stellen. Wie leicht ist es nicht, für jemanden zu sagen, ich bin aus den Jesuiten raus, obwohl ich den vierten Eid geleistet habe und jetzt erzähle ich euch was über diesen Orden. Das ist kontrollierte Opposition. Menschen wie zum Beispiel Malachi Martin, der verschiedene Bücher geschrieben hat, Windswept House, The Keys of This Blood, der war, glaube ich, auch ein Jesuit des vierten. Des vierten Eides. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob er so hoch war, aber ich meine schon. Er war persönlicher Freund von drei oder vier verschiedenen Päpsten und hat Bücher über den Vatikan und über die Jesuitenorden geschrieben. Und den hat man das tun lassen. Schaut, Griesinger mag hier schreiben, was er will. Tapassorsi hat in seinem Buch geschrieben, Herrscher des Bösen, dass kein Jesuit von Stand, also in einer bestimmten Situation, in einer Position, dass kein Jesuit von einem gewissen Stand ein Buch schreibt und veröffentlicht, das nicht vom General der Jesuiten genehmigt wurde. Ich habe damals das Beispiel angehört in Herrscher des Bösen, 1772, das Buch Die Art des Krieges oder Die Kunst des Krieges von Sun Tzu, das von Amiot, so gesagt aus dem Chinesischen ins Französische übersetzt wurde, ein Jahr vor dem in 1773 auf Andringen des Jesuitengenerals Lorenzo Ricci Papst Clemens XIV. die Jesuiten mit der Bulle oder Breve, darüber kann man jetzt drüber streiten, wenn man will, Dominic ac Redemptor Noster den ganzen Orden verboten hatte. Und ein Jahr zuvor kommt dieser Amiot mit dem Buch Die Kunst des Krieges von Sun Tzu heraus.
Und das war ein sehr hochgestellter Jesuit. Und er hätte das Buch niemals veröffentlichen können, wenn es nicht mit der Zustimmung von Lorenzo Ricci war. Nun, wenn man aber das Buch, die Art, die Kunst des Krieges, ich sage mal die Art, die Kunst des Krieges von Sun Tzu gelesen hat, oder zumindest teilweise gelesen hat, dann erkennt man in dem Buch, dass dort all die jesuitischen Kriegsstrategien mehr oder weniger offengelegt werden. Und das ist eben eine ihrer Taktiken. Genau das ist eine ihrer Taktiken. Und ich möchte da ganz deutlich darauf hinweisen, dass wir bitte das mit einem guten Verständnis, wenn wir jetzt weiterlesen in diesem Buch, begreifen, dass wenn ein Jesuit, der den Eid geschworen hat, den vierten Eid, den Treueeid an den Papst, den Treueeid im Grunde an den schwarzen Papst bis zum Tode, wer den geschworen hat und in einer Führungsposition der Jesuiten war, dass solchen Leuten, was auch immer sie preisgeben, dass man da sehr vorsichtig mit sein muss, um diesen Leuten zu trauen. Nur versteht mich bitte richtig, ich sage nicht, dass man nicht glauben soll, was die Leute über den Jesuitenorden dann veröffentlichen. Das wird wahr sein. Aber sie werden nichts veröffentlichen, was der Jesuitengeneral nicht will, was veröffentlicht wird. Die absolut innerste Lehre, die wird niemals offengelegt werden von keinem Jesuiten. Weil der ganze Orden hat mehr als Mittel genug, einen abtrünnigen Bruder zu richten, umzubringen, zu verselbstmorden, wenn er Dinge sagt, die nicht abgesprochen wurden. Wenn solche Leute sich nicht ganz genau an das halten, was ihnen aufgetragen wurde, dann bringt man sie um. Und das bitte ich hier ganz, ganz sicher bei zu berücksichtigen, bevor wir jetzt weiterlesen, dass das jeder gut versteht. Lassen wir uns nicht blenden von was Theodor Griesinger jetzt darüber erzählt und was die Professen, von denen er jetzt erzählt, die hier sich gegen den Orden gekehrt haben oder ausgetreten sind aus dem Orden, was die uns erzählen, was die uns lehren. Da geht es nicht um die Punkte, die sie uns lehren, die will ich gar nicht ansprechen. Das ist gar nicht mal unbedingt verkehrt. Aber die sagen auch immer nur bis zu einer bestimmten Grenze die Dinge. Und das ist das, was wir unbedingt berücksichtigen müssen. Habt ihr beiden da, Michael und Viktor, da vielleicht eine Bemerkung zu dem, was ich gerade gesagt habe, bevor ich weiterlese? Ja, ich meine mal aus deinem Mund gehört zu haben, dass du bezweifelst, dass es diese Figur, historische Figur, Sun Tzu überhaupt gegeben hat. Ja, das bezweifle ich. Das ist ein Kunstwerk, dieses Buch von den Amiot, der das Buch selbst geschrieben haben wird. Das ist zumindest meine These. Beweisen kann ich es nicht, aber da gehe ich von aus. Weil sie im Grunde auf die Art und Weise die Geheimnisse des Jesuitenordens, der Kriegsführung des Jesuitenordens preisgegeben haben, aber natürlich ohne das mit ihrem Namen zu unterzeichnen. Man nimmt dann einen chinesischen fingierten Kaiser oder General Sun Tzu und schreibt das dann so. Ja. Gut. Wenn das alles war, was wir dazu zu sagen haben, dann möchte ich nach dieser Warnung, wo wir jetzt dann in dem Buch von Griesinger bitte weitergehen, dann möchte ich jetzt gerne fortfahren, weil wir haben ja noch eine kleine 20 Minuten in diesem Buch. Ich werde hier mal eben das Bild verändern und dann fahren wir hier fort auf Seite 183 und werden jetzt mal lesen, was der Griesinger uns sagt über die aus dem Orden ausgetretenen Professen. Im Jahr 1648, also das ist das Jahr, das das Ende des 30-jährigen Krieges in Deutschland bedeutete, trat zu Leiden in Holland in der dortigen protestantischen Hauptkirche ein Kanzelredner auf, welcher aufs heftigste gegen die Sünde Loyolas losdonnerte. Und zu gleicher Zeit erschien in französischer Sprache ein Büchlein, welches den Titel führte »Die Jesuiten auf dem Schafott wegen ihrer in der Provinz Guyenne begangenen Hauptverbrechen«. Der Kanzelredner und der Verfasser des Buchs war ein und derselbe, nämlich Peter Jarige, ehemaliger Jesuit und Profess der vierten Gelübde, welcher in Bordeaux sowie nach noch in verschiedenen anderen Städten der Provinz Guyenne, in denen die Sozietät Jesu Kollegien besaß, als Lehrer, Prediger und Beichtvater einige Zeit lang auch als Rektor eines Kollegiums Dienste getan hatte. Geboren nämlich anno 1605, also mit 43 Jahren hat er das damals gemacht, fiel er schon sehr früh in die Hände der Söhne Loyolas.
ward von diesen erzogen und wegen seiner hervorragenden Talente in den Orden gelockt, rückte dann schnell von Stufe zu Stufe weiter und wurde schon sehr früh für würdig erachtet, unter die Eingeweihten des vierten Gelübdes aufgenommen zu werden. Trotz aller jesuitischen Erziehung jedoch war ihm sein besseres Ich nicht ganz abhanden gekommen. Und als er nun zum Prozess vorgerückt die schreckbare Frevelhaftigkeit des Ordens Jesu genau kennenlernte, eine Frevelhaftigkeit, die ihm in einem umso grelleren Lichte erscheinen musste, als er sich zugleich auch mit den Schriften der Reformierten und ihrem schlichten Bibelglauben vertraut machte, da reifte der Entschluss in ihm, seine Gesellschaft zu verlassen, deren Hauptträger die Eigenschaften der Wölfe, Tiger und Füchse in sich vereinigten und sich zum Protestantismus zu bekennen. Er ließ sich also unter einem plausiblen Vorwand nach der paritätischen Stadt La Rochelle versetzen, legte dort am 25. Dezember 1647 heimlich vor dem calvinistischen Konsistorium sein neues Glaubensbekenntnis ab und entfloh dann, unterstützt von den Calvinisten, eiligst nach Holland, um jenen scheußlichen Kellern zu entgehen, in welchen die Gesellschaft Jesu das Geschrei ihrer ungehorsamen und ungetreuen Söhne zu ersticken pflegte. Seine Flucht machte furchtbares Aufsehen und noch mehr sein Buch, Die Jesuiten auf dem Schafott. In den 12 Kapiteln dieses Buches nämlich behandelte er das ganze Tun und Treiben der Söhne Loyolas, wie der Leser es aus dem 3., 4. und 5. Buche dieses Werkes kennengelernt hat. Er belegte alles, was er gegen sie vorbrachte, mit Beweisen und zog ihnen, obwohl er sich auf das beschränkte, was er selbst gesehen, gehört und erlebt, und notabene, ich wiederhole hier, dass er nicht über die Provinz Guyenne herauskam und also kaum den hundertsten Teil des jesuitischen Territoriums kennenlernte, die Komödiantenmaske der Heiligkeit so gründlich ab, dass sie vor der Welt als völlig entlarvte Bösewichter dastand. Vielleicht hat ja einer von euch beiden Zeit, mal nachzuforschen, ob man das Buch noch findet, was hier erwähnt wurde. Kein Wunder also, wenn die Welt über diese Art von Enthüllungen in das höchste Staunen geriet. Kein Wunder aber auch, wenn die Söhne Loyolas von der höchsten Wut befallen wurden. So etwas hatte man noch nicht erlebt, solange die Welt stand. Ein Jesuit wurde zum Verräter an seinen Mitjesuiten. Einer der Eingeweihten der Sozietät stellte den ganzen Orden an den Pranger und vors Hochgericht Europas. Wahrhaftig, der arme Jarige würde in Stücke gerissen sein, wenn seine ehemaligen Sozii seiner im Augenblick habhaft geworden wären. So aber begnügten sie sich mit seinem Bilde und verbrannten dieses im Hof des Kollegiums von La Rochelle. Doch nein, sie begnügten sich nicht damit, sondern einer aus ihrer Mitte, namens Jakob Bouffet, ward sofort aufgestellt, das Werk Jariges zu widerlegen. Er machte sich auch sogleich an die Arbeit und sein Gegenbuch erschien schon nach wenigen Wochen. Allein, von welcher Art war sein Inhalt? Nun, von A bis Z eine fortgesetzte Schimpfrede. Der Pater Jarige, schreibt er, ist ein niederträchtiger Halunke, ein schändlicher Verleumder, Lügner und Renegat, der gar keinen Glauben verdient. Er selbst hat alle diese Verbrechen begangen, welche er seinen Mitbrüdern aufbürdet, und wenn er nicht den Orden entlaufen wäre, so würde man ihn mit Schmach ausgestoßen haben. Über den spricht überall aus seinem Buch die Rachsucht heraus, denn er war wütend, dass man ihn nicht zu einer höheren Würde beförderte, zu einer Würde, die er bei seiner Rohheit und fast tierischen Dummheit gar nicht zu bekleiden die Fähigkeit besaß. Ende Zitat. Auf diese Art widerlegte Bouffet seinen ehemaligen Mitbruder und diesem wurde dadurch die Rückantwort leicht. Zitat: Wenn ich solch ein Bösewicht bin, replizierte er, wie Bouffet behauptet, warum duldete mich dann die Gesellschaft Jesu 25 Jahre lang in ihrer Mitte? Warum machte sie mich zum Prozess der vier Gelübde, warum machte sie mich zum Profess der vier Gelübde und vertraute mir Prediger und Lehrstellen an? Überdem, nicht um meine Person handelt es sich, sondern um die Verbrechen, von welchen ich berichte, um die Tatsachen, deren Augen- und Ohrenzeuge ich war. Warum hat er denn diese nicht widerlegt? Warum da nicht den Gegenbeweis geführt? Einfach, weil er nicht konnte, weil die Wahrheit sich nicht widerlegen lässt. So, meine lieben Brüder und Schwestern, jetzt muss ich hier nochmal einen kurzen Kommentar machen.
Was wir hier gerade lesen, diese Antwort von dem Beaufet auf das Buch von dem Jarrer oder wie er hier heißt, Jarriges, ja, das geht genau in die Richtung, was wir heute auch kennen. Charaktermord. Wenn ich mit der Botschaft nicht um kann, die mir da um die Ohren geschlagen wird, weil sie nochmal die verdammte Wahrheit ist, dann greife ich den Charakter desjenigen an, der diese Wahrheit verbreitet. Und das ist eine alte Jesuitentaktik. Nun, egal ob wir das Buch jetzt finden oder nicht finden, ob wir das heute noch lesen können oder nicht, es gab Leute, und ich meine, es war der vorher bereits zitierte Voltaire, der selbst sagte, dass man im 16. und 17. Jahrhundert mehr als 6000 Bücher über die Jesuiten fand und davon heute ist nur noch ein verschwindend geringer Teil von über. Also ob wir das Buch finden oder nicht. Griesinger hat selbst gesagt, dass in dem Buch von dem Jarrige vor allen Dingen Dinge genannt werden, die er ja auch in seinem Buch hier nennt. Ja? Also so furchtbar und enthüllend kann das doch gar nicht gewesen sein. Aber natürlich, wir wissen ja, was wir gelesen haben hier in dem Griesinger Buch, einige Geschichten sind haarsträubend, nackenhaarsträubend, Gänsehaut verteilend. Da will ich gar nichts von wegnehmen. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, wenn man sich ein wenig mit dem Orden Jesu beschäftigt, was einen nicht besonders erstaunen lassen sollte, weil man dann ganz gut eine Ahnung davon hat, was dieser Orden überhaupt ist und wie teuflisch der Teufel nun mal in Wirklichkeit ist. Das ist das Einzige, was darin aufgedeckt wird. Und ich möchte da wirklich nochmal eben drauf sagen, auf dieses, was der Autor hier zum Letzten gesagt hat. Ja? Hier geht es um Charaktermord. Mit anderen Worten, wenn ich diesen Jarrige kaputt mache in der Glaubwürdigkeit, dann mache ich seine Botschaft kaputt. Und das ist eine alte Jesuitentaktik, die sie nicht nur bei ihren eigenen Professen ausführen, wie jetzt in diesem Fall, sondern die sie auch auf andere Leute machen. Das ist heute eine immer noch angewandte Taktik. Vor allen Dingen in YouTube macht man das auch ganz oftmals mit. Mit der Botschaft kann ich nicht umgehen, die Botschaft kann ich nicht widerlegen, dann mache ich den Charakter kaputt von demjenigen, der es sagt. Und ich habe jetzt gerade, vor ein paar Tagen, habe ich es gerade selbst mitgemacht. Vielleicht kennen einige von euch den, die zumindest englischsprachig YouTube einigermaßen verfolgen. Er heißt Johnny Cherucci. Und er nennt sich, ich glaube, Resistance Rising oder sowas. Und Johnny Cherucci habe ich persönlich nie kennengelernt. Wir hatten vor Jahren mal kurz einen E-Mail-Austausch. Und da habe ich ihm wohl ein paar Dinge gesagt, die ihm nicht so gefallen hatten. Und daraufhin hat er mich in mehreren Videos angefallen. Hat meinen Charakter diffamiert auf YouTube in seinen eigenen Sendungen. Hat mich mehrere Male erwähnt. Aber er hat niemals meine Botschaft angegriffen. Naja, abgesehen davon, dass Johnny Cherucci meinte, dass die King James Bibel ein Shakespeare-Komödienstück sei. Mehr oder weniger in den Worten. Ja. Shakespearean Gibberish hat er es genannt im Englischen, ja, die König-James-Bibel. Und jetzt vor wenigen Tagen hat er auf eins meiner Videos kommentiert, nein, nicht auf eins meiner Videos, er hat auf ein Video kommentiert, das ich gesehen hatte von Eric777, von dem ich das Video gebraucht hatte in meinem letzten Hour of the Truth Video über Georgetown Universität, das ihr euch gerne anschauen könnt, und hat da kommentiert auf mich und hat gesagt, oh Jörg, ich muss mich entschuldigen bei dir, ich habe dich früher angefallen, weil so und so und so und im Grunde bist du ja wohl ganz in Ordnung. Nimmt er das zurück. Aber er hat auch diesen Charaktermord gemacht und viele Leute machen das mit mir und mit anderen und je mehr ihr euch für die Wahrheit einsetzt, sei es auf YouTube, sei es auf Facebook, sei es auf Twitter, sei es auf Pinterest, sei es auf Reddit, wo auch immer ihr die ganze Wahrheit sprecht, werdet ihr angefallen werden, weil eure Wahrheit kann man nicht widerlegen, aber man kann euren Charakter anfallen. Und genau das wird gemacht. Und genau das ist jesuitische Taktik. Und genau das sehen wir hier in diesem Fall, den wir jetzt hier von Griesinger gerade eben lesen. Ich glaube, ich habe noch Zeit, ein wenig fortzufahren, nicht wahr? Ja. Diese Rückantwort Jarriges rief natürlich wieder eine Gegenbroschüre des Paters Beaufet ins Leben. Und da ihm nun auch noch andere Patres zu Hilfe kamen, so blieben die holländischen Reformierten als Freunde Jarriges ebenfalls nicht still.
So entwickelte sich der Kampf immer großartiger und die unterhaltungslustige Welt rieb sich über die bevorstehenden Skandalgenüsse bereits fröhlich die Hände. Da traf auf einmal vom General zu Rom eine Orde ein, welche ein ganz anderes Verfahren vorschrieb. Nicht durch Schmähungen Jahriges werde die Sozietät Jesu reingewaschen, schrieb der General, sondern dies sei nur dadurch möglich, dass man die, dass man den Kris... Was ist denn das jetzt für ein Wort hier? Ehre Jesuiten. Sondern das sei nur Ex-Jesuiten. Das ist ein X. Ja, jetzt sehe ich es auch, ja. Sondern dies sei nur dadurch möglich, dass man den Ex-Jesuiten wieder für den Orden gewinne und ihn dann zum öffentlichen Widerruf anhalte. Somit ließen jetzt plötzlich die Söhne Loyolas alle Kontroverse fahren, gerade wie wenn ihnen der Mund zugefroren gewesen wäre. Und dagegen begab sich der Pater Pontellier, ein durch seine Gewandtheit und Weltklugheit ausgezeichneter Jesuite, nebst einigen anderen ihm zur Verfügung gestellten Kollegen in aller Stille sowie in guter Verkleidung nach Läden, wo sich Jarige immer noch aufhielt. Er traf ihn da, so viel ist konstatiert. Und ebenso richtig ist, dass er eine lange Unterredung mit ihm hatte. Allein von nun an gehen die Berichte auseinander, oder vielmehr von nun an gibt es zwei Lesarten, welche über das künftige Schicksal Jariges das gerade entgegengesetzte behaupten. Die eine nämlich, die der Jesuiten, vertreten hauptsächlich durch den äußerst parteilichen Historiker Etienne Balouse, benachrichtigt die Welt, Pontelliers Beredsamkeit habe eine solch großartige Wirkung gehabt, dass der abtrünnige Pater sofort tiefe Reue empfunden und sich entschlossen habe, der schwer beleidigten Sozietät volle Genugtuung zu geben. Er sei also mit seinem Bekehrer augenblicklich nach Antwerpen abgereist, wo selbst die Söhne Loyolas ein Kollegium besaßen, und habe sich von da nach Rom an den General Franz Piccolomini gewandt, um von ihm die Erlaubnis zur straffreien Rückkehr in den Orden zu erhalten. Diesem Gesuche hätte der General auch wirklich durch einen schriftlich erteilten Generalpardon, dem er noch einen Sicherheitsbrief vom Papst beigelegt habe, entsprochen. Und auf dieses hin sei Jarige so gerührt worden, dass er augenblicklich einen Widerruf seiner früher gegen die Söhne Loyolas ausgestoßenen Verleumdungen aufgesetzt und dem Druck übergeben habe. Nach Vollendung dieses Sühnopfers aber sei er von Antwerpen ins Professhaus nach Tulle in Frankreich übergesiedelt und habe da noch bis zum Jahr 1670 gelebt, hochgeachtet und geehrt von allen seinen Brüdern und Mitprofessen. So erzählen die Jesuiten. Und zum Beweis der Wahrheit ihrer Erzählung weisen sie auf den Widerruf Jariges hin, welcher in der Tat existiert und anno 1651 aus dem Hause der Jesuiten in Antwerpen hervorging. Allein andere Leute, und dies ist die zweite Lesart, von der ich eben gesprochen habe, oder oben, meinen, der besagte Widerruf sei ein reines Machwerk der Söhne Loyolas, mit dem Jarige nichts zu tun haben konnte, weil er anno 1651 gar nicht mehr am Leben gewesen sei. Derselbe sei nämlich ganz kurz nach dem Erscheinen des Pontelliers in Leiden urplötzlich verschwunden und nachher nie mehr von irgendeinem Menschen gesehen worden. Auch hätten alle Nachforschungen, welche man sogar von Amts wegen nach ihm anstellte, nicht den geringsten Erfolg gehabt, denn Pontellier sei mit seinen Genossen zu gleicher Zeit ebenfalls verduftet und habe auch nicht die geringste Spur hinterlassen. Ohne allen Zweifel liege also hier ein Verbrechen, nämlich entweder das Verbrechen des Mordes oder das Verbrechen der gewaltsamen Entführung vor. Und wenn letzteres, so sei Jarige wahrscheinlich von Pontellier und Genossen gefesselt und geknebelt bei Nacht fortgeschafft worden, um ihn in einem jesuitischen Kellerloche vermodern zu lassen. So behaupteten die Richtjesuiten, und fast die ganze gebildete Welt stellte sich auf ihre Seite. Was aber der geneigte Leser tun wird, nun, das will ich ihm selbst überlassen. Und deswegen habe ich zu einem sehr gründlichen Verständnis des Jesuitenordens aufgerufen, als ich diese Sache vorgelesen habe, weil auch ich das eurem eigenen Verständnis und Denkvermögen überlassen möchte. Ihr macht daraus, was ihr möchtet. Der Griesinger sagt lediglich die Fakten. Und die Fakten stehen für sich. Und an denen gibt es auch nichts zu deuteln oder zu zweifeln.
Aber man kann Dinge immer so und so auslegen. Hier gab es auch gerade zwei Lesarten, wie ausgelegt wurde, was mit dem Ex-Jesuiten da passiert ist. Man kann das eine glauben, man kann das andere glauben. Ich persönlich neige dazu, die zweite Stellung zu glauben. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil man ihn eben nie mehr gefunden oder gesehen hat und er ansonsten mehr oder weniger heimlich in Frankreich seine sogenannten letzten Jahre verbracht haben soll. Ich glaube die erste Version, die zweite Version. Und diese zweite Version stimmt dann auch damit überein, wenn man das auf andere Ex-Jesuiten zupasst. Aber jetzt habe ich genug gesagt und ich möchte gerne die Lesung hier abschließen. Wir werden nächstes Mal in der 14. Lesung in diesem wundervollen Buch von Griesinger fortfahren und werden dann hoffentlich dieses fünfte Buch mit dem dritten Kapitel zum Abschluss bringen. Aber in der Zwischenzeit möchte ich gerne noch einmal Viktor und Michael das Wort erteilen. Viktor, bitte. Ja, vielen Dank. War eine sehr aufschlussreiche und interessante Lesung. Ich fand auch den Punkt, den du gemacht hattest, darauf, ja, der war sehr wichtig, auch darauf einzugehen, dass wir immer uns bewusst sein müssen, dass auch bei den Jesuiten im Grunde nie was aus Zufall passiert. Und auch wenn ich jetzt nochmal so gerade an Hinter der Diktatoren denke, da war ja auch der eine Jesuitenpater, der wohl auch das Buch Mein Kampf geschrieben hat. Und sobald, ja, sieht man dann auch, wenn die Leute dann nicht mehr gebraucht werden, dann verschwinden sie. Stempfle. Stempfle, ja, genau. Danke. Und ja, ich denke, das war nochmal ein gutes Beispiel daran, heute auch die Lesung. Bedanke ich mich sehr dafür und freue mich aufs nächste Mal. Und ich danke Viktor für seine bisherige Übersetzungsarbeit, vor allen Dingen, wo ich immer bedenken muss, dass Latein immer meine Achillesferse gewesen ist und vor allen Dingen, weil es auch eine tote Sprache ist und weil es sogar fünf Fälle hat, nämlich den Ablativ. Und deswegen finde ich diese Sprache einfach nur noch furchtbar. Man kann mir vorstellen, wie viele verschiedene Möglichkeiten der Übersetzung es gibt, wenn man einen Text aus dem Griechischen ins Lateinische und dann wieder zurück in eine andere Sprache übersetzt, so wie es die katholische Kirche mit ihrer Vulgata macht. Plus den zusätzlichen Feinheiten oder soll man besser sagen Gemeinheiten, die sie dann noch einbauen. Und deswegen habe ich als aus eigener, kleiner, semiprofessioneller Übersetzertätigkeit immer vor solchen Leuten immer einen sehr großen Respekt, weil ich weiß, wie viel Konzentration man für solche Sachen braucht. Und deswegen wollte ich dieses Schlusswort einfach mal dafür verwenden, den Viktor für seine ganze Arbeit hier in dem Team zu danken. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke Michael, danke Viktor für eure Schlussworte und ich behalte mir immer das abschließende Wort für diese Sendung vor, nicht weil ich immer gerne das letzte Wort haben will, aber weil ich denke, dass es immer noch mal wichtig ist, mit dem Allerwichtigsten aller Lesungen überhaupt abzuschließen. Ja, nicht, dass meine Brüder da nicht dran denken, aber es ist nun mal so, dass ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, euch daran jedes Mal wieder zu erinnern, was wir auch lesen, welche Kenntnis wir über die Jesuiten hier erwerben. Das ist alles fantastisch, es ist alles ganz toll, es ist alles ganz schön, aber es ist alles nichts im Vergleich zu dem, was uns offenbart wird und was uns an Weisheit und Kenntnis vermittelt wird, wenn wir die Bibel lesen. Die Bibel ist immer an der Basis alles Wissens. Und erst müssen wir die Bibel lesen und verstehen und dann im Grunde müssen wir uns mit diesen anderen Büchern beschäftigen, dass wir dann in diesen Büchern und in der Geschichte wiedergespiegelt das sehen, was die Bibel uns vorher bereits korrekt gesagt hat. Das festigt unseren Glauben und das festigt unsere Stellung, die wir haben mit unserem Herrn Jesus Christus. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir unsere Bibel lesen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.